So, und herzlich willkommen zu der nächsten Watch Dogs Folge. Wir sind immer noch im CTOS-Netzwerk. Wir müssen die Wache mit dem Zugangscode theoretisch neutralisieren. Aber erstmal alle Wachen ausschalten. Was so ist, aktuell haben wir alle Wachen mit Takedown ausgeschaltet. Finde ich schön. Könnte dieser Typ jetzt nach vorne laufen? Man muss sagen. Och, Schleichen, sag ich's. Ich finde. Ich mag diese Spiele, aber ich meine, manche andere Spiele muss ich eigentlich auch mal weiterspielen. Halt tief ist ja nicht auch an sich ein Schleicherspiel. Na Tom, geh da hin! Jetzt reicht's mir. Das ist ja nicht. Nee, das ist das Blöde dann. Das ist nichts zu verstecken. Von der anderen Seite ran. So, wir haben noch einer, der Verstärkung rufen kann. Der muss weg. Wenn keine Verstärkung rufen ist, dann ist das schon praktisch. Du siehst nichts. Du hast nichts zu sehen. Hat er auch. Oder kurz zu sehen. Wenn er zurückläuft, die andere Wache hin. Muss abpassen. Die andere Wache darf nicht hierher gucken, wenn ich den Takedown lasse. So, der tut der Netze nicht unter den Ecken. Wieso positionieren sie sich eigentlich an so einem Ort? Mit der uns natürlich. Ja, das war eine Vermutung. Du Trotz. Und zwar die Wache, die wir für Stellen rufen können. Möglicher Kontakt hier. Das schaue ich mir genauer an. Schlag mal gleich Alarm. Wartet. Da drüben. Wer da steht, ist ganz tot. Schleicher. Sondern da hat sie auch als die Oma. Okay, das gefällt mir nicht. Die liegen nur da. Oh. Seht euch um. Fangt an zu suchen. Ihr seid zu zweit. Ich habe alle anderen schon ausgeschaltet. Ihr seid die beiden letzten. Hier ist nichts zu sehen. Ich will weiter. Waffe weg. Geht doch. Hacken wir mal. So. Das wird mündlich gemacht. So. Dann machen wir mal das hauptsächliche Hacken. CTOS. Unhackbar, wie man sieht. Okay. So, mal gespannt. Was wird denn hier? Ich glaube an sich, die Folgen, wo wir CTOS hätten. Nenne ich vielleicht mal so. Wo speichert die CTOS eigentlich? Seine das sind Blooms Überwachungsfilme. Okay. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen?
Muss ich mal gucken, ob ich das dann finde. Ich habe ja nicht rausgefunden, dass es hier auch Bilder gibt. Weil ich mir einen vollen Fenster suchen bin. So, denn mal. Was ist denn hier? Oh, Fahrstuhl. Im Film würde der Aufzug jetzt stecken bleiben. Und wir würden uns verlieben. In dem Porno würden wir jetzt ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch. Nein? Na gut. Okay. Kein Kommentar. Das ist das vorletzte Mal, wo wir den Teil an sich haben. Wo ist der hin? Was ist das? So, gibt's sonst noch was? Nein. Ich sehe keine Schallen mehr. Was ist das? Ja, das ist ein Villa immer. Oh. So, CTSW-Netzwerk freigeschaltet. Vielleicht haben wir das aufs Bild. So. Mal wieder. CTS-Netzwerk freigeschaltet. So. Hier sind noch drei Türme. Machen wir die auch schon mal. Und dann gehen wir. Wenn wir die drei Türme gemacht haben, gehen wir dahin. Hier sind ja die Tickets schon. Hier sind ja auch schon welche. Diese Aufträge. So. Und wenn ihr den exzessiven Auftrag hier gemacht haben, dann gehen wir sozusagen hier hin und machen wir das. Und dann machen wir wohl eine ganz große Sammeltour nochmal und dann. Warte. Ich glaube an sich machen wir dann noch ein bisschen Sammeltour. Ein Sektor hier vielleicht an sich so ein Sektorgebiet und dann machen wir ein bisschen Hauptmission weiter und dann machen wir zum Schluss vielleicht nur noch die Hauptmission. Wir müssen mal gucken, wie ich es sozusagen hier mache an sich. Wir machen jetzt vielleicht hier jetzt ein bisschen weiter, machen vielleicht ein bisschen diesen Gebiet. Ich muss schon mal gucken, aber wir machen weiter. Wo ist meine Karre? Ich habe mich auch hier gefragt. Es ist doch erst 19 Uhr. Ich glaube, es ist ja doch eine Doppelaufnahme hiervon. So. Weg von hier, die Polizei hinter mir. Weg von hier. Ich fahr das nicht. Tschüss, Polizei. Weil ich glaube, in der Blätter-Tour alles ist angeträumt von Sammelobjekten. Wäre auch ein bisschen zu langweilig. Mehr an die Motorhaube verloren. Wenn man so teilweise, weil so zwischendurch die Kampagnen. Was haben. Die Hackergruppe ZZ übernimmt die Verantwortung für die Attacken auf das CTOS-Transitsystem. Züge erlitten Störungen, wie zum Beispiel falsche Weichenstellungen, verpasste Haltestellen und wechselnde Geschwindigkeiten. Ich rede nun mit dem Verkehrsspezialisten Pete Gunnarsson. Mr. Gunnarsson, ist das System anfällig für Hackerangriffe? Unser Transitsystem ist sicher und zuverlässig. Diese Hacker sind nur ein paar gelangweilte Jugendliche. Wer das System gehackt hat, ist davon. Danke.
Die Polizei untersucht den Fall, sagt aber, dass man DedSec nicht ernst nehmen sollte. Ja. Nicht ernst nehmen sollte. Ich kenne ja einen aus DedSec. Und so unsere... Das ist so eine Trümmer noch da hinten. Na, zu falsch. Auto wieder runter. Also einsteigen? Auto im Arsch. Verdammt. Das war einer der längsten Sachen, wo ich wohl eigentlich überlebt habe. Die ganze Zeit, wie komme ich dahin? Was ist mir das denn? Habe ich das denn ausprobiert? Ich meine, an sich, das Let's Play ist ja nicht planned. Deswegen mache ich es ja teilweise eigentlich auch so, wie ich es mache. Ich meine, dass ich die reinfolge, dass ich auch manchmal eigentlich eher mehr diese Nebensachen davor mache, weil die Hauptmission an sich, finde ich, geht dann relativ schnell. Wirklich relativ schnell für dich. Schon ist das noch höchster Tag. Helmer Teller und Kackbiorhythmus. Nicht gleich ein bisschen down. Okay, nächster CTS-Turm. Dort. Dann dort. Ich glaube. Ich mal gucken, wenn man das dann alles macht, sozusagen. Ich würde mal alles an ein Stück. Oh, jetzt hätte er aber die Sachen tot sein, um einmal zu suchen. Vielleicht, ich habe bloß an sich, dass wir das sozusagen die Sammlerobjekte vielleicht schon in ein Gebiet alles suchen, aber immer noch eine Art. Also dann mal jetzt immer in den Gebiet Studio Aircourts. So was könnte er vielleicht machen, sozusagen. So. Heute erschlossen. Verkehrschaos. Alles sicher. Man kann niemand sich in die Systeme der Stadt hacken. Ja, kein Abfreund zu dir lassen. Alter, ich weiß, dass ich heute falsch fahre. Das weiß ich sehr wohl, dass ich Geisterfahren mache. Ich lieber nicht normal fahren, sonst wird gleich wie auch ein Aussehen von ihm habe. Ich glaube, ich eher schlecht los, oder vielleicht kriegt man hier dann eher noch einen Sprung. Ich glaube, wenn man jetzt sozusagen ohne Führerschein schon baut, oder Führerschein erwischt wird, sozusagen, mit dem Batman, glaube ich, an sich darf man ihn erstmal nicht machen, oder ich glaube, man darf ihn nicht machen, sozusagen, wenn man sowas macht. So, ich habe ihn gehört, Freddy, was ist denn hier los? Ja, nee, in der Reihe. Ich glaube, ich mach da noch hier voll die. Ich will die zu mir, das muss ich nehmen. Eben noch ganz zentrisch gehen, wird die vorzuspielen. Und ich mach doch einen voll. Falls jemand fragen würde. Das ist eine Vermutung. So. Ja, ich bleib doch stehen. Ja, das ist auch schön. Und ey. Wenn ich dieses Jahr keine fette Lohnerhöhung bekomme, bin ich hier weg. So. Wie kommen wir? Wie
Wie kommen wir da jetzt hin? Da oben ist das Teil. Ja, das war ja bei einer anderen Stelle, wo ich mich auf den LKW hochgefahren habe. Also den LKW nachgefahren bin und dann hochgeschnitten sind. Weißt du noch, jetzt hat schon. Hallo, deine Zeitung flattert. Bewegt sich. Okay. Hier ist es. Und das war nicht alle. Das waren alle. So. Mal wieder einen weiteren CTS-Turm. Unhackbar. Das sieht ihr es nicht. Nee, ich habe mich nicht gehört. Dann wieder da runter. Nee, da ist noch eine Leiter. Oh. So, noch zu denen und dann zu den exklusiven Auftrag, den es da gibt. Deine Schaukel ist fertig. Voll so. Getankt und durchgecheckt. Du weißt schon, nicht zu danken. Hm. Hä? Ja, jetzt hast du mir helfen. Der Fahrt ist da dran. Tut doch noch weh. Ach so. Blumenforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. Ich bin da doch fast blöd drinnen, jedes Heat gewesen, jetzt reingekommen, ohne Probleme. So leicht ist es halt doch nicht. T-Shirt zu machen, ey. Meine Güte. Bin jetzt müde. Hab ich für die Falle schon ein bisschen? Das war echt schön, ne? Ja, hab ich halt. Ich erinnere diese Fülle schon Bild. Ich glaube, das sieht hier oben. Nee. Muss ich dann trotzdem nicht, dass ich die vollen Bilder mache. Auch wenn ich jetzt dann da vier vollen mache, leider. Ich werde jetzt 8 vollen aufnehmen, aber. Wenn ich so im Einschlafen bin. Da wollte ich keinen halben verschlafen und das Place haben. Ich glaube, ich endet so. Okay. Oh, Gott, jetzt, ey. So, schon Schip. Eckbar sieht ihr das Turm. Ja. Blumenforschung stellt heute ein
euch hätten wir sehen. Ja. Die sind ja nicht so. Ja, du willst vielleicht auch nicht gehen, ist ein bisschen laut vielleicht auch. Keine Ahnung, wie laut das rüberkommt. Ich höre mich zwar selber auch auf meinen Kopfhörern. Diese Stoffsachen, die ich jetzt in meinem Kontroll habe, sind einer davon nicht abgefallen, nervt auch. Gehen halt leicht auch ab, weil sie auch sozusagen die Sachen sind für verschiedene Kontrolle. Das nehmen das jetzt bloß leicht ab mal wieder. So. Ich glaube theoretisch müsste ich nicht rübergehen, wenn ich das mache. Ja, so müsste ich nicht rüberklettern. Eine sehr kleine Explosion. Okay. Jetzt mal Klappe halten. Ich bin da eh schon fast dran. Ich bin da eh wird voll. Fahrer! So. Ich kann mit wenn den spielen, da ist er auch schon durcheinander. Ja, oh ne. Upsala. Was aber auch ist an sich, hier nach NPS stützt ja noch was anderes mit den Typen, die wir hier noch kennenlernen. An sich weiß ich nicht genau, ob ich das eigentlich aussortieren mache oder ob ich es nochmal später mal mache. Weil an sich, eigentlich habe ich den meisten Mod auf NPS gehabt und nicht auf den so wirklich. Also, machen wir jetzt den Auftrag. Es passt ja. CTS-Netzwerk, Hacking kann man die Folge machen. Und schrägstrich Sammlerobjekte freischalten. Aber was dieser exklusive Auftrag ist, seht ihr in der nächsten Folge. Wieso geht das denn so schnell? Ich glaube, ich mache jetzt doch keine Acht. Ja, tschüss.